Wir stehen hier vor der Basler Universitätsbibliothek an der Schönbeinstrasse beim Bernoullianum. Hier innen arbeiten und forschen 180 Literaturexperten und buchkundige Damen. Vom tiefen Unterkeller bis zum Estrig lagern hier perfekt geordnet über 7 Millionen Medieneinheiten und 175'000 Handschriften, Musikalien, Karten und Porträts. Jedes Jahr werden 660'000 Schrifteinheiten hier innen verlehnt. Und das wunderbare Motto von dieser Zauberburg des Wissens heisst «Für alle offen». Eine öffentliche Büchersammlung hat es Basel schon gegeben, an 1471. Aus 8 alten Klöstern durch den Kauf von der Ammerbach-Kollektion und aus Sammlungen von den berühmten Basler Buchdrucker sind er noch 1590 weitere Bestände ins untere Kollegium am Rheinsprung gekommen. Dort war die erste grosse Basler Bibliothek. Eine Bereicherung war dann auch das Fäschische Kabinett. 1671 hat man alles zusammen ins Haus zur Mugge am Münsterplatz gezügelt. Dort, wo das Basler Konzil war. Und dort haben sich dann auch weltberühmte Gäste ins Besucherbuch von der Basler Bibliothek eingeschrieben. Der Kaiser von Österreich, der König von Preußen und Dutzende von weiteren Adligen. Aber auch der Wilhelm von Humboldt, der Heinrich von Kleist und sogar der Johann Wolfgang Goethe haben dort in der Mugge in alten Schriften geblättert. Ein grosser Spender von der Universitätsbibliothek war um 1870 auch der Peter Merian. Ihn kennen wir ja alle von seiner Tramhaltstelle beim Bahnhof oben. Und jetzt zeige ich mit dem Finger genau auf sie. Auch sie haben das Recht, ohne dass sie Student, Doktor oder Professor sein müssen, respektive sein dürfen, nach einem schönen, publikumsfreundlichen Motto für alle offen hier innen Bücherschätze zu geniessen. Im Lesesaal, in der Freihandbibliothek, stöbern und still vergnügt in Werk zu lesen, wo sie daheim nicht haben. Eine Bedingung ist allerdings selbstverständlich. Schwätzen darf man hier innen nicht, nur flüstern ist erlaubt. Wenn es unbedingt muss sein.